Volles Haus, fantastische Stimmung, alles bereitet für ein Fußballfest mit den beiden ungeschlagenen Top-Teams der Gruppe C. Auf dieses Stück warten die Fans des digitalen Fußballs. Neumann ist in der Tonkabine, um ihren Kommentar für das neue FIFA einzusprechen. Ich versuche Informationen zu geben, ordne ein und versuche das Ganze in eine Form zu gießen. Dass, wenn ein Spiel wirklich geil ist und da eine große Intensität drin ist, da wird man ja als Fußballliebhaber selbst mitgerissen von. Das ist dann schon klar. Holland aus dem Hintergrund! FIFA-Kommentare einsprechen, offensichtlich eine Menge Spaß dabei haben und auch noch dafür bezahlt werden. Das klingt nach Traumjob, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Die Vorarbeit ist schon immens, wie das bei jedem anderen Kollegen auch der Fall ist. Das ist halt ganz klar, das ist halt eine ungewohntere Herangehensweise noch. Also ist auch dann mein Enthusiasmus eher ein bisschen in Leitplanken gesetzt. Dazu kommen dann natürlich noch fiese Zungenbrecher und für den unvorbereiteten Kommentator unaussprechliche Spielernamen. Dennis Walker. Natürlich gibt es beim FIFA-Zocken Situationen, da fragt man sich als Spieler dann doch, was die da gerade gesehen hat. Das sind Emotionen, kaum noch zu halten. Letzte Aktion. Inzaghi wollte, dass abgepfiffen wird. Wir waren über die 5 Minuten, aber es liegt natürlich im Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Neumann ist der Gott unter den FIFA-Kommentatoren. Glaube ich.